herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Host Unlimited YouTube-Kanal. In diesem Video, und ich warne euch vor, wird es um eher ernste Themen gehen. Einmal möchte ich mit euch über die explodierenden Strompreise sprechen und was das für uns als Unternehmen und auch für euch als Kunden bedeutet. Und auch über die drohenden Blackouts, das sind längere Stromausfälle, die in Deutschland bevorstehen könnten und wie wir uns als Unternehmen darauf vorbereitet haben. Ich würde sagen, wir beginnen mit den Blackouts. Generell haben wir eine gewisse Pflicht euch gegenüber, wir müssen für euch erreichbar sein. Und müssen auch gewährleisten, wenn jetzt zum Beispiel hier in Gifhorn 2 Wochen der Strom ausfallen würde, dass unsere Mitarbeiter in der Lage sind, Anfragen von euch zu bearbeiten. In der Regel, das Rechenzentrum, wie ihr wisst, ist durch USV-Anlagen gesichert. Es gibt Diesel-Notstrom-Aggregate, die über mehrere Tage mit großen Tanks, Dieseltanks in der Lage sind, die Stromversorgung für das Rechenzentrum sicherzustellen. Und das hat mehrere Gründe. Einmal haben wir das Problem, dass wir hier an diesem Standort keine USV-Anlage haben und auch alle Leute auf einen Haufen sitzen und alle dann gleichzeitig ausfallen würden, wenn hier der Strom ausfällt. Wenn man den Medien glaubt, sind komplette Stromausfälle in ganz Deutschland eher unwahrscheinlich, aber vielleicht mal regional bedingte Stromausfälle recht wahrscheinlich. Da kann es wirklich sein, dass hier in Gifhorn oder in Niedersachsen, Teilen von Niedersachsen der Strom ausfällt. Und deswegen haben wir uns damals schon gefragt, wie können wir dieser Gefahr entgegentreten? Wie können wir für unsere Kunden auch in so einer Situation gewährleisten, bestmöglich erreichbar zu sein? Und das haben wir jetzt dadurch gelöst, dass wir gesagt haben, wir schicken alle Mitarbeiter auch nach der Corona-Zeit weiter ins Homeoffice. Das heißt, hier in diesem Büro sind so gut wie keine Kolleginnen und Kollegen mehr, denn wir sitzen eigentlich die meiste Zeit zu Hause und dort haben wir es uns so gut es geht abgesichert. Abgesichert insoweit, dass jeder Mitarbeiter ein Dienstnotebook, ein Diensthandy bekommen hat und mit Akkus für diese Geräte versorgt wird. Jeder Mitarbeiter hat auch mehrere SIM-Karten in diesem Diensttelefon, womit er über mehrere Mobilfunkanbieter über ausreichendes Datenvolumen in der Lage ist, auf das Internet zuzugreifen, falls sein kabelgebundener Internetanschluss im Homeoffice nicht erreichbar ist. Denn das droht. Wenn man im Homeoffice arbeitet, fällt der Strom aus. Der Laptop läuft natürlich noch weiter, ist in der Lage, 8, 10, 12 Stunden mit einer Akkuladung weiterbetrieben zu werden. Man könnte in der Zeit natürlich arbeiten, aber was bringt einem das, wenn die ganzen Basisstationen für die DSL-AMs oder die, besser gesagt die DSL-Verteiler mitunter auch schon nicht in der Lage sind zu arbeiten, weil die ja meistens keine Notstromversorgung haben. Wir haben aber herausgefunden, dass die meisten Sendemasten wohl auch im Falle eines Stromausfalls weiterbetrieben werden können müssen. Und das ist unser Plan. Wir möchten im Falle von Blackouts für euch erreichbar sein, dadurch, dass wir die Mitarbeiter auf möglichst viel Fläche in Deutschland verteilen. Dadurch bedingt können wir die Abdeckung eigentlich ganz gut realisieren, dass wir zumindest Stromausfälle in Städten oder auch größeren Landkreisen entgegentreten können und nicht komplett handlungsunfähig werden. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass wir uns absichern, dadurch bedingt, dass wir, wie ich schon sagte, Akkus angeschafft haben und noch weitere Akkus anschaffen werden für die Handys und auch die Notebooks, damit man einfach umstecken kann und auch in der Lage ist, mehrere Tage zu überbrücken, selbst wenn der Strom ausfällt. Das ist natürlich alles eine theoretische Geschichte. Ich weiß nicht, wie die Funkzellen sich verhalten werden, wenn das Internet ausfällt, das kabelgebundene Internet und alle dann notgedrungen, weil alle müssen ja arbeiten, nicht nur wir, ihr ja auch. Wenn ihr irgendwo arbeitet, vielleicht im Homeoffice seid, ihr braucht das Internet. Und ich kann auch verstehen, wenn man privates Internet gerne benutzen möchte. Die Leute werden sicherlich, die da betroffen sind, dann alle auf das Handynetz umsteigen. Und es ist die Frage, ob es dann auch zu Zusammenbrüchen des Netzes kommen wird. Wir hoffen, dass das nicht passiert, weil wir haben keinerlei Möglichkeiten, dem zu entgehen. Wir haben überlegt, ob wir eventuell zusätzlich noch auf Starlink setzen, also jedem Mitarbeiter einen Starlink-Router, das ist Satelliteninternet, bereitstellen und darüber dann im Notfall agieren. Das prüfen wir noch, weil dann hätten wir 4 Möglichkeiten, für unsere Mitarbeiter ins Internet zu kommen. Einmal über ihren normalen kabelgebundenen Anschluss, einmal über den ersten Mobilfunkanbieter mit einer SIM-Karte, einmal über den zweiten Mobilfunkanbieter und zusätzlich auch noch über Satelliteninternet und da werden wir schauen, dass wir das auf jeden Fall realisiert bekommen, dass wir für euch weiter erreichbar bleiben. Weil es kann ja nicht sein, dass in Norddeutschland der Strom ausfällt und die Kunden aus Bayern müssen eine Woche warten, weil wir ihnen nicht mehr antworten können. Genau, das ist auf jeden Fall das, was wir in der Richtung vorbereiten. Gut, und im nächsten Punkt soll es jetzt um den Strompreis gehen. Die Preiserhöhung haben wir bereits im Blog und auch per Nachrichten an euch angekündigt. Und viele haben, ich möchte mal sagen, wir haben 2 Arten von Rückmeldungen von euch erhalten. Einmal Rückmeldungen, die uns sehr bestärkt haben von Kunden, die sagen, hey, warum eigentlich nur so wenig? Warum habt ihr den Preis nur so gering angehoben? Ich würde gerne sogar freiwillig mehr zahlen. Und einmal die Kunden, die sagen, ich sehe es nicht ein, nicht mal 1 Euro mehr zu bezahlen, weil alles teurer wird, ihr dürft es nicht teurer machen. So, das ist so der Kontext. Oder wir kriegen von Leuten noch viel zu lesen, ich habe jetzt schon so hohe Kosten, warum kommt ihr jetzt auch noch damit?
Ja, ich möchte das erklären. Mir ist es wichtig, dass ihr die Hintergründe versteht und auch kennt. Es ist nämlich so, das haben wir im Blog auch bereits beleuchtet und auch erklärt und transparent dargelegt. Unser Strompreis, den wir bezahlen im Rechenzentrum, verdoppelt sich ab 2023 im Januar. Und das bedeutet für uns einfach mal ein fünfstelliger Betrag im Monat, den wir aufbringen müssen an Zusatzkosten. Und dieser fünfstellige Betrag, den können wir durch nichts einfach so kompensieren. Das geht nicht. Wir können nicht auf einmal unsere Firma um 300% vergrößern, damit wir diesen Strompreis wieder reinkriegen, weil Neukunden kosten ja auch wieder Strom. Es ist nicht möglich. Wir können es nur über Preiserhöhungen machen. Und diese Preiserhöhungen führen wir so durch, dass wir wirklich keinen Cent an euch verdienen. Wir geben lediglich unsere Kosten weiter. Und dafür müsst ihr bitte Verständnis haben. Ihr werdet sicherlich bemerkt haben, dass um mich herum alles teurer geworden ist. Eine Müllermilch kostet auf einmal statt 59 Cent 1,19 Euro. Wenn ihr in den Lidl-Supermarkt geht, achtet mal drauf, die drehen da jede zweite Neonröhre raus. Die Energieversorger haben Gaspreiserhöhungen von teilweise 600% angekündigt. Manche Leute kriegen Strompreiserhöhungen über 300%. Selbst das Trinkwasser wird teurer, alles wird teurer. Warum darf es bei Host Unlimited dann nicht teurer werden? Warum müssen wir es schaffen, immer den gleichen Preis zu halten? Ich glaube, bei vielen Kunden ist diese Erfahrung oder dieser Eindruck entstanden, dass wir das können müssen, weil wir es bisher immer geschafft haben. Wir haben es sogar in der Corona-Zeit geschafft, die Kostensteigerungen, die da schon aufgetreten sind, nicht an euch weiterzugeben. Wir haben das durch unsere Gewinnmarge bedient und nicht an euch weitergegeben. Jetzt geht es nicht mehr. Es ist nicht möglich für mich oder auch für unsere Firma, das irgendwie schön zu rechnen, dass wir diese Steigerung noch decken. Wir haben Produkte, da gehen wir satt ins Minus. Bei manchen dedizierten Servern würden wir die alten Preise halten. Gerade Kunden, die schon Verträge haben, die 5, 6, 7, 8 Jahre laufen, da sind Preise damals vereinbart worden, die dafür, das geht halt nicht. Da blieben jetzt schon 2, 3 Euro übrig, weil das Rechenzentrum ja auch immer teurer wird. Die Flächen dort, die wir da anbieten, werden ja auch immer teurer. Und wir können nicht bei einem Produkt, wo wir 2-3 Euro im Monat verdienen, auf einmal sagen, wir zahlen 25 Euro für den Strom noch oben drauf. Das geht nicht. Es gibt einen kleinen Lichtblick. Die deutsche Bundesregierung berät in diesen Wochen darüber, dass eine Strompreisbremse eingeführt werden soll. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich möchte euch da jetzt noch nicht allzu große Hoffnung machen. Es ist nur ein kleiner Lichtblick. Es könnte sein, dass wenn diese Strompreisbremse eingeführt wird, dass der Strompreis sich nicht verdoppelt, sondern dass er nur um etwa 50% steigt. Das sind Prognosen nach Schätzungen, die wir zusammen mit dem Rechenzentrumsdienstleister aufgestellt haben. Ich kann es euch nicht versprechen, aber die Preise, das kann ich euch eigentlich fast versprechen, die wir vorher gesehen haben am Strommarkt, die werden wir nicht mehr sehen so schnell. Also ich glaube, der Strompreis kennt eigentlich nur eine Richtung in Deutschland, er wird weiter steigen. Und auch diese Strompreisbremse, über die gerade diskutiert wird, gilt nur bis April 2024. Bis dahin ist die befristet. Ob die verlängert wird, steht auch in den Sternen. Auf jeden Fall heißt es, selbst mit der Strompreisbremse wird es zu Preiserhöhungen kommen. Wir, das haben wir auch überall schon bekannt gegeben, werden Entlastung sofort an euch weitergeben. So wie sich der Strompreis für uns ändert, werdet ihr dadurch profitieren. Das verspreche ich euch, das passiert. Nur solange der Strompreis hoch ist, müssen wir ihn berechnen. Ab Januar werden uns die doppelten Stromkosten in Rechnung gestellt. Daher müssen wir euch für Verlängerungen, die über den Zeitraum 01.01.2023 hinausgehen, auch höhere Preise in Rechnung stellen. Kunden, die jetzt bereits für längere Zeit verlängert haben, haben Glück. Wenn ihr jetzt für 2 Jahre verlängert habt bis 2024, gut, das ist unser Pech. Mir ist aufgefallen, ganz viele Kunden haben jetzt im November, Ende November gleich für das ganze nächste Jahr verlängert. Und natürlich noch zum alten Preis. Das ist euer Glück. Wir werden da nicht nachträglich irgendeine Preiserhöhung vornehmen. Der Preis, der bei uns im Checkout angeboten wird und den ihr abgeschlossen habt, der gilt. Naja, auf jeden Fall Strompreise weitergeben wird passieren, wenn es klappt. Wir haben auch noch ein Problem. Es ist noch nicht geklärt, ob diese Strompreise uns auch in den, ja, wenn diese Strompreisbremse beschlossen wird, ob diese Entlastung vom Rechenzentrum an uns weitergegeben wird. Denn wir haben jetzt einen Vertrag, der sagt eine Summe X aus pro Kilowattstunde und der gilt. Es ist vertraglich noch nicht geregelt und das wird sich auch erst in den nächsten Wochen klären, ob wir ab März, ab da, wo dann die Strompreisbremse greift, auch rückwirkend die Summen erstattet bekommen. Auch da ist noch nicht klar, wie wir das machen, ob wir die Gelder dann irgendwie mit Folgerechnung für euch verrechnen, ob ihr alle einen Gutschein kriegt, damit ihr bei den nächsten Rechnungen dann wieder was spart. Das ist alles noch nicht klar. Wir haben noch keinerlei Informationen, wie das ablaufen wird. Wir werden wahrscheinlich, das ist das Wahrscheinlichste, was passieren wird, diese immensen Summen erstmal in Vorleistung tragen müssen.
Und dann wird im März, wenn dann die Erstattungen kommen, rückwirkend für Januar und Februar und die auch an uns weitergereicht werden, geschaut werden, was bleibt da übrig. Und dann kriegen wir vielleicht eine Erstattung vom Rechenzentrum. Ja, das ist alles ziemlich schwierig. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, ihr versteht auch, dass wir da keine anderen Möglichkeiten haben. Wir überlegen natürlich total viel, was wir da machen können. Wir haben auch Ideen, die wir in der nächsten Zeit sicherlich auch umsetzen werden. Zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir bieten noch weitere Standorte an, zum Beispiel in den Niederlanden, in Finnland, Server-Location dann noch verlegen könnt. Das kommt in der nächsten Zeit. Darüber können wir euch dann auch wieder in unserem Blog informieren oder ich mache ein Video dazu. Wir hatten auch überlegt, und das möchte ich mal von euch in den Kommentaren lesen, ob ihr es gut fändet, wenn wir gerade bei Game-Servern, die extrem viel Strom fressen, weil selbst wenn die leer sind, fressen die meistens ziemlich viel Leistung, CPU-Leistung, ob wir ein Modell einführen, dass es Server geben könnte, die gerade für private Projekte nicht dauerhaft laufen. Das soll dann wie folgt ablaufen: Ihr braucht euch ganz normal einen Server, habt bei uns im Shop ein Häkchen, was ihr setzen könnt. Und dieses Häkchen, wenn ihr es setzt, veranlasst einfach, dass der Server wie bisher dauerhaft läuft. 24/7 eignet sich also für Public Server, wo den ganzen Tag Leute drauf spielen. Dafür kostet der Server dann mehr, weil er auch eben mehr Strom verbraucht, deutlich mehr Strom verbraucht. Oder ihr könnt das Häkchen nicht setzen und dann wird der Server einfach nach 12 Stunden, wenn niemand auf dem Server ist, heruntergefahren und gestoppt. Soll zum Beispiel für Projekte sein, ich mache ein Beispiel, ihr spielt es mit euren Freunden, meinetwegen, zum Beispiel jetzt Minecraft. Man spielt mit drei Freunden Minecraft, die arbeiten tagsüber sowieso oder manchmal die ganze Woche, man spielt nur am Wochenende. Dann geht einer von den dreien am Freitag rein, startet den Server, dann wird gezockt. In den 12 Stunden muss sich wenigstens mal einer einloggen oder es muss halt ein Spieler online bleiben und danach geht der Server aus. Also wird quasi geguckt, sind Spieler online? Wenn Spieler online sind, bleibt er halt die ganze Zeit an. Wenn keine Spieler online sind, wird 12 Stunden lang geguckt, kommt jemand online, danach geht er offline und dadurch ist der halt dann zum Beispiel in der Woche, wenn gar keiner spielt, nicht an. Und es gibt doch keinen Nachteil, weil es gibt ja keinen, der verbinden wird. Daher kann man diesen Strom einsparen. Das ist natürlich eine Sache. Und was ihr für uns tun könnt, werden wir auch oft gefragt in E-Mails. Ein wichtiger Punkt wäre zum Beispiel, wenn ihr eure Game-Server aktuell nicht braucht, loggt euch bei uns ein. Wenn ihr fertig seid mit Zocken, schaltet die aus. Wenn ihr keine Public-Server habt, sondern nur für euren Freundeskreis, Arbeitskollegenkreis, fürs Wochenende oder mal einen Tag in der Woche. Ich weiß ja nicht, wie ihr spielt. Die meisten Leute spielen ja nur gelegentlich. Also die Leute, die keinen Public-Server betreiben, die wirklich den ganzen Tag irgendwie Spieler beherbergen. Für solche Leute wäre es vielleicht also umsetzbar, wenn ihr euch einloggt und die Server ausschaltet, wenn ihr sie nicht benutzt oder auch vorhabt, länger nicht zu benutzen. Und wenn ihr sowieso nicht spielt, habt ihr keinen Nachteil. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von dieser Idee mit diesen Servern, die nach einer gewissen Zeit, wenn niemand spielt, sich abschalten. Einmal auch für die Umwelt, weil man weniger Strom verbraucht, aber jetzt in dem Moment auch primär natürlich ehrlicherweise, um Kosten zu sparen, wenn ihr dafür auch entschädigt werden würdet, im Sinne von, dass ihr halt etwas weniger für den Server bezahlt. Ist quasi so ein Modell wie mit dem Plastikbecher beim Bäcker, wenn man da halt den Pappbecher nicht nimmt, sondern sich seinen eigenen Plastikbecher für den Coffee to go mitbringt. Dann wird man belohnt, weil der Kaffee dann irgendwie 20 Cent weniger kostet. Und wir könnten ja so ein Modell auch einführen, ein bisschen umweltfreundlicher noch werden. Und zum Thema Strompreise bin ich eigentlich jetzt noch gar nicht darauf eingegangen, was wir auf unserer Seite noch dafür tun, um die Strompreise für uns auch erträglicher zu machen. Also wir können eigentlich nur mehrere Standorte bedienen. Und was wir auch in den letzten Jahren schon immer getan haben, regelmäßig werden Maschinen, die viel Strom verbrauchen, von uns einfach aus der Serverfarm gekickt und durch neue Maschinen ersetzt, die weniger verbrauchen. Ja, wir haben inzwischen einen Effizienzgrad erlangt, der es uns nicht mehr möglich macht, viel einzusparen. Also wir können nicht eine Verdopplung des Strompreises auffangen, indem wir unseren Verbrauch halbieren, damit wir wieder den alten Preis haben. Das geht nicht mehr. Wir können vielleicht noch 5% irgendwie rausquetschen, hier und da den einen Dual Xeon gegen irgendeinen neuen AMD Epic ersetzen zum Beispiel. Das geht, aber viel geht nicht. Ein großer Push war ja auch in den letzten Monaten, wodurch wir auch viel wegfangen konnten an Preiserhöhungen, dass wir zum Beispiel ganz viele Systeme mit Festplatten rausgekickt haben. Die gibt es einfach jetzt immer weniger bei uns in der Serverfarm. Und wenn wir so ein System hatten mit 5 Festplatten, immer meistens ein RAID 10 mit 4 Festplatten und dazu dann noch eine Festplatte für Backups, hat man 5 Datenträger, die zwischen 5 und 10 Watt, also 25 und 50 Watt verbraucht haben. Und wenn man davon einige Stück hat, sagen wir mal 30, 40 Stück, dann kommt schon eine Summe an Strom zusammen. Aber die Systeme sind jetzt eigentlich fast nicht mehr existent. Die können wir nicht mehr tauschen, die können wir nicht mehr reduzieren. Und die Einsparpotenziale sind bereits durch Preiserhöhungen aufgefuttert. Also da geht nichts mehr. Wir haben jetzt nur noch SSD-Systeme, da kann man nicht
die verbrauchen so gut wie nichts und da kann man auch nicht mehr viel einsparen. Also wenn, muss man auf Anwendungsebene gucken, macht es Sinn, die Maschinen zu entlasten, dadurch, dass man sagt, man schaltet halt solche Game-Server ab, wenn sie nicht benötigt werden. Schreibt mir mal in die Kommentare, findet ihr es gerechtfertigt, dass wir die Preise anheben, dass wir diese extremen Preiserhöhungen an euch weitergeben, und schreibt uns bitte auch, ob ihr Ideen habt, wie wir mit dieser Situation vielleicht noch besser umgehen können. Habt ihr Vorschläge, Tipps, was wir machen könnten? Habt ihr Ideen für mögliche Modelle, Angebotsmodelle? Was könnten wir ändern? Was könnten wir unseren Kunden noch anbieten? Bin für alles offen. Wir lesen eure Kommentare. Bitte nehmt euch die Zeit, schreibt uns das in die Kommentare. Ich danke euch von ganzem Herzen dafür, wenn ihr bis eben gerade dran geblieben seid, und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Tim von Host Unlimited.